Am Samstag jährt sich der Überfall Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal. Ein trauriger und für Oleksiy Makejew, dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, sicherlich auch ein schmerzhafter Jahrestag. Und damit schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Heyerle. Herr Makejew, wie deuten Sie die Formulierung im Antrag der Ampelfraktionen zur Militärhilfe an Ihr Land? Da steht, es solle eine Lieferung von zusätzlich erforderlichen, weitreichenden Waffensystemen geben. Ist das eine Chiffre für Taurus? Das ist eine tolle Beschreibung von dem, was wir gerade brauchen. Wir brauchen diese weitreichenden Systeme, um die russischen Knotenpunkte, Lieferungswege und Kommandopunkte zu zerstören. Der Kanzler bleibt aber, haben wir auch gerade gehört, bei seinem Nein zu Taurus-Marschflugkörpern. Nicht nur wegen der Reichweite, sondern weil er auch sagt, dass möglicherweise deutsche Soldaten, Soldatinnen dann gebraucht werden, um Taurus zu bedienen. Können Sie den Kanzler noch verstehen? Haben Sie Verständnis für sein Nein? Ich verstehe deutsche Sprache ganz gut. Ich verstehe auch all die Formulierungen und was hinter diesen Formulierungen steht. Und ich muss auch sagen, dass Deutschland in den letzten 2 Jahren einen sehr weiten Weg zurückgeschlagen hat. Und es hat alles mit 5000 Helme begonnen. Jetzt liefert Deutschland sehr viel an die Ukraine. Aber nicht Taurus, worauf Sie schon seit vielen Wochen und Monaten warten. Wenn Sie gerade gesagt haben, Sie wissen auch, was hinter den Formulierungen steht, empfinden Sie das dann als Misstrauen, wenn der Kanzler weiterhin sagt, nein, Sie bekommen das nicht? Nein, ein Vertrauen, das ist die Atmosphäre der letzten Wochen und Tagen. Mein Präsident war am letzten Freitag hier gewesen. Ein neues Sicherheitsabkommen wurde unterzeichnet. Wo unter anderem noch mal auch formuliert wurde, dass die Ukraine zu den Grenzen von 1991 zurückkehren muss. Absolut. Ja. Und heute diskutiert der Deutsche Bundestag einen Antrag, welcher eigentlich den Paradigmenwechsel widerspiegelt. Nur der Name, 10 Jahre russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seit 2014 korrekt gerechnet. Ja, Ukraine und Europa zu schützen. Das ist ein wichtiger Paradigmenwechsel. Ja, ich bleibe noch mal mit einer Frage bei Taurus. Nicht, weil das die alles entscheidende Waffe sozusagen ist, aber es scheint ja wichtig auch für Ihr Land zu sein. Sie haben gerade über Knotenpunkte gesprochen. Über 80% der Versorgung der russischen Armee läuft ja über die Krim. Mit Taurus-Marschflugkörpern könnten Sie quasi die Kertschbrücke, also das ist die einzige Verbindung zwischen dem russischen Festland und der Krim, zerstören. Also nochmal nachgefragt, wie dringend wäre Taurus für Sie in Ihrem Kampf gegen Russland, wie notwendig? Als ukrainischer Botschafter bin ich natürlich nicht eingewickelt in die genaue Zielsetzung. Aber die Zuschauer müssen wissen, ungefähr 20% des Territoriums der Ukraine ist heute unter russischer Besatzung. Krim, Teile der Gebiete Donetsk, Luhansk und Saporischja. Und dort warten auf die Befreiung Millionen Menschen. Auch wenn viele Länder viel und vieles geben und auch möglich machen. Ein Versprechen wurde jetzt nicht eingehalten. Nordkorea dagegen hat sein Versprechen wohl gehalten. 1 Million Artilleriegranaten soll an Russland geliefert worden sein. Die EU hat ihnen auch 1 Million versprochen bis März. Sie schafft wohl nur die Hälfte und die andere Hälfte möglicherweise bis Ende des Jahres. Was bedeutet das für Ihr Land? Wir brauchen heute eigentlich 3 Dinge, um diesen Krieg gewinnen zu können. Das ist Munition, das sind moderne Waffen und das ist natürlich diesen Paradigmenwechsel, damit man uns glaubt, dass wir diesen Krieg gewinnen können. Munition wird heute noch in der Ukraine produziert und auch die Produktion in den europäischen Ländern müssen für die Ukraine priorisiert werden. Dauert halt alles seine Zeit und im Moment ist es halt so, dass sie Städte auch verlieren. Und auf der anderen Seite sagen auch viele Experten und Expertinnen, sie haben halt auch von allem zu wenig. Zu wenig Munition, zu wenig Ersatzteile und Berichte von Soldaten und Soldatinnen, die wir ja auch im MoMA gesehen haben. Da heißt es von den Soldaten, wir sind erschöpft, wir brauchen eine Pause, wir müssen mal nach Hause. Ist der Einsatz der Soldaten, der massive Einsatz der ukrainischen Soldaten und Soldatinnen alternativlos, weil sie einfach sonst keinen haben?
Hut ab von dem, was unsere Jungs und Mädels an der Frontlinie machen. Und es ist schon auch hier spürbar, dass die Menschen verstehen, dass die friedlichen Nächte überall in Europa, in Berlin, sind nur dann möglich, wenn die Ukrainer diese russische Aggression abwehren und standhalten. Was eigentlich, die Frage stellt man so wahnsinnig ungern, was eigentlich, wenn nicht, wenn die Ukraine verlieren sollte. Was glauben Sie eigentlich, was dann passiert? Also ich bin positiv gestimmt und wir glauben, dass wir in Europa diesen Frieden zurückerkämpfen können. Aber natürlich, wenn man spekuliert, Millionen werden getötet. Wir sehen, was für Kriegsverbrechen Russen begehen, auch in den besetzten Gebieten. Es wird möglicherweise noch Millionen und Millionen Flüchtlinge geben. Und das würde enorm für Europa, enormes Geld für Europa kosten. Und eines Tages müssen dann auch die deutschen Soldaten ins Kampf gehen, weil wir sehen, für dieses Russland, für diese Regime gibt es keine Grenzen, gibt es keinen Stopp, nur imperiales Denken und stalinistisches Ansicht. Denkweise. Mhm. Ja. Sagt der ukrainische Botschafter hier in Deutschland. Heute haben wir uns getroffen, weil sich am Samstag der Angriffskrieg der Russen zum zweiten Mal jährt. Alles Gute für Sie. Vielen Dank fürs Kommen. Danke Ihnen, Frau Heyerle.